Xiaomi announced the Mi Pad 3. Thanks to the stunning performance of DHL Express, it's already here on my desk. So let's see what has changed and what has improved in this Mi Pad 3 review. On the front, we have a 7.9 inch Full HD display. Its aspect ratio is 4 to 3, which is common with iPads writing on a mepad 3 was no problem at all the display responds good to my typing even if i write fast my major issue with the Mi Pad 3 is the aspect radio. I know there are many people owning an iPad and they are perfectly happy with that, but I'm not. There are often black bars and even if you stretch the image and get rid of them, the image doesn't look as good as if you would have a native 16 to nine display. But what's your opinion on that? Four to three or 16 to nine? Tell me in the comments below. Below the screen there are three soft keys, multitasking, home and back. Sometimes when I wanted to press them, I missed. But luckily, you can turn on the light forever. Just go to the settings and change the time where backlight is on. If you look closely, you can see that the left soft key isn't as lit up as the rest. Perhaps that's just my unit, but keep it in mind. If you like notification LEDs, you can be happy. In the upper right, there is one. Farewell, Intel Xiaomi said and users cried <laughs> Something like that and a new Mi Pad 3 ticks an MediaTek MT8176 HexaCore processor which clocks with up to 2.1 GHz there's a Power4Air gx 6250 GPU standing by the GPU clocks with 600 MHz in addition to that there are 4 GB LPDDR3 RAM installed on a Mi Pad 3 I have to say not everything is as smooth as I expected from a Xiaomi tablet, as you can see here. Switching apps in a multitasking lags quite a bit. I even thought I didn't really press the display. My finger goes back to the screen just when Mi Pad 3 finally decided to switch apps. So even if this is a six-core, I am not quite satisfied with the results. You will get through your day, and working with it—I mean, really working, like studying—is no problem. And even games run, like you see here on Asphalt 8. But I would have liked a power backup pillow so that if I need it, I can have this power in my Mi Pad 3. If you're searching for the most powerful tablet, the Mi Pad 3 isn't for you. The Mi Pad 3 features Android 7.0 and already got updates in a short time I have it. Xiaomi is known for updates, so I see a bright future for the Mi Pad 3 if you order it with the original rom you won't have the google play store but it's easy to install i will have a video coming up for that in its current state mepad 3 speaks only english and chinese on the backside there are two speakers stereo speakers but you heard it they're on the backside so music or other audio is firing away from you not in your direction Let's flip Mi Pad 3. USB-C headphones work with the Mi Pad 3. Since the used MediaTek chipset doesn't support USB 3.0, I suppose Mi Pad 3 packs an USB 2.0 port. USB on to go is no problem at all, so you can use sticks or external keyboards featuring USB C. MePad 3 has a 6600 mAh battery on board. If you use your tablet from time to time on your couch, it will for sure last you a week. I used it in university and I had to recharge it every three days. Officially, I didn't watch any films or played games. On the back doesn't 13 megapixel camera. It lacks in flash and quality for that matter. Seriously, even in good weather conditions, I didn't get a sharp image. I had to retake the photo once, twice, sometimes three times, and it still would be a messy pick. I don't talk about low light situations here, I talk about photos with bright sunlight. Sorry, Xiaomi, but this you messed up.

For me, Mi Pad 3 is a perfect addition to my workflow in the university. I wouldn't use it as a multimedia tablet, because it lacks power and the aspect radio is just weird. My every single device is 16 to 9. Why would I choose a tablet with a 4 to 3 radio aspect? If I want to feel like it's 1999, I listen to Britney Spears again, but I don't want to. Another point where Xiaomi is missing out is with HDMI. You can't connect Mi Pad to any projectors. But besides that, the Mi Pad 3 is a solid, low-budget tablet. If you have any questions regarding Mi Pad 3, just post them in the comments below. We are now switching to the German version of this review. 2017 stellte Xiaomi das Mi Pad 3 vor. Die Unterschiede zwischen dem neuen 7.9-Inch MyY tablet und seinem Vorgänger sind gering. Ich habe mir das Tablet trotzdem einmal genauer angeschaut. Die Front nimmt ein 7.9-Zoll-Display mit 2K-Auflösung ein. Der große Bildschirm mag Menschen dazu einladen. Auch mal etwas mit dem Mi-Pad zu schreiben. Wie von Xiaomi gewöhnt, reagiert das Display gut auf meine Eingaben, auch wenn es mal schnell gehen muss. Durch das 4 zu 3-Display entstehen in meinen Augen unschöne Balken beim Betrachten von Videos. Diese lassen sich zwar meist ausblenden, besser wird das Bild aber dadurch nicht. Das Problem es natürlich auch bei allen anderen 4 zu Displays. Das iPad ist sicher ein prominenter Vertreter dieser Fraktion und da scheint es niemanden zu stören. Wie seht ihr das? 4 zu 3 Tablet oder lieber 16 zu 9? Abgesehen davon, Webseiten lassen sich bequem auf dem großen Display scrollen und Spiele sehen auch hübsch aus. Unterhalb des Screens sind drei Softkeys für Multitasking, Home und Zurück. Ich habe manchmal so meine Probleme gehabt, die Softkeys beim ersten Mal zu treffen. Glücklicherweise erlaubt es MyOI, die Länge der Beleuchtung einzustellen. So findet man den gewünschten Key direkt. Schaut man sich alle drei LEDs genau an, ist der linke nicht ganz so ausgeleuchtet wie der Rest. Fans von Benachrichtigungs-LEDs dürfen sich über eine LED oben rechts freuen. Xiaomi hat sich wegbewegt von Intel und verbaut im Mi-Pad einen Mediatek MT8176. Der Hexacore-Prozessor taktet mit bis zu 2,1 GHz und wird von einer PowerVR GX6250 GPU unterstützt. Nutzer können sich über 4 GB lpddr 3 ram 64GB internen Speicher freuen. An Bord ist MyWay 8 auf Basis von Android 7.0. Das erste Update hat sich sogar relativ schnell bei mir gemeldet. Xiaomi ist dafür bekannt, dass ihre Geräte lange mit Updates versorgt werden. Daumen hoch. Anders als von Xiaomi gewöhnt ist das Betriebssystem aber nicht ganz so flüssig, wie man es von einem Tablet mit einem 6-Kern-Prozessor erwarten würde. Wie man hier ganz gut sehen kann, habe ich zwischendurch fast gezweifelt, ob ich wirklich die gewünschte Stelle auf dem Bildschirm berührt habe. Aber siehe da, Android wechselt zur gewünschten App. Es hat einfach nur etwas länger gedauert. Allgemein lässt sich aber sagen, dass der Alltag mit dem Mi Pad 3 nicht ärgerlich langsam ist. Installationen gehen zügig von der Hand, Apps starten, wenn sie es sollen, und auch Spiele laufen flüssig. Der Play Store lädt fleißig Apps, wie hier zum Beispiel Asphalt 8. Auch wenn man mal etwas länger mit dem Tablet zockt, wird es nicht unangenehm warm. Die Wärme verteilt sich auf der Gerätrückseite. Insgesamt liefert das Mi Pad 3 wohl genau die Power, die man für etwas über 200 Euro auch erwarten darf. Ein wenig mehr hätte dem Tablet aber dennoch gut getan. Power kann man schließlich nicht genug haben und sei es nur in Reserve. Schließlich wird so ein Tablet oft nicht ganz so schnell ausgetauscht und man benutzt es deutlich länger als das Smartphone. Kommen wir nochmal kurz zu dem 4:3-Verhältnis des Displays zurück. Bei Spielen und anderen Anwendungen macht das keine Probleme. An die Optik muss ich mich aber auch hier gewöhnen. Irgendwie sieht alles etwas anders aus in 4:3. Auf der Rückseite des Mi Pad 3 befindet sich ein Set Stereo Speaker, die folgerichtig nicht in Richtung Nutzermusik abspielen, sondern von ihm weg. Aber drehen wir das MiPad doch mal um. USB-C-Headsets funktionieren. Da der Mediatek MT8176 kein USB 3.0 unterstützt, handelt es sich beim USB-C-Port vom MiPad 3 sehr wahrscheinlich um einen 2.0er. USB-OTG-Sticks werden problemlos erkannt. Xiaomi verbaut einen 6600mAh Akku im Inneren des Mi Pad 3, wer das Tablet ab und an mal zum Surfen auf der Couch verwendet, wird mit der Akkuladung auf jeden Fall eine Woche zurechtkommen. Als Second Screen in der Bib musste ich es meist nach drei Tagen nachladen. In diesem Fall wurde das Mi Pad vor allem für Recherche genutzt und weniger für Spiele oder Filme. Jedenfalls offiziell. Für Fotos zeigt sich eine 13 Megapixel Hauptkamera verantwortlich, bei der Xiaomi nicht nur auf einen Blitz, sondern auch Qualität verzichtet hat. Ernsthaft, die wenigsten meiner Bilder wurden scharf. Und damit meine ich nicht mal Lowlight-Situationen am späten Abend. Okay, es wird niemand wirklich bei Nacht Fotos mit seinem Tablet machen wollen. Falls doch, könnt ihr euch mit dem LED-Licht von Xiaomi aushelfen. Das funktioniert nicht nur für die Haupt-, sondern auch für die Selfie-Kamera. Einfach das Licht in den Klinkenanschluss stecken, den Powerknopf betätigen und schon werdet ihr ins rechte Licht gerückt. Blöder gar nicht raus da weg, mein gesunder Einkauf. Ganz, ganz kleiner Schau hier. Und da geht es sogar noch weiter. Für mich ist das Mi Pad eine gute Ergänzung für meine Lernunterlagen in der Uni. Dank langer Akkulaufzeit, gutem Display und bugfreier Software kann ich mich während meiner Recherchen voll auf das Gerät verlassen. Auf der Couch dürfte das Mi Pad aus genannten Gründen aber auch eine gute Figur machen. Ihr habt noch Fragen zum Mi Pad 3? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der NerdBench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google und Instagram. Mein Name ist Timon für die NerdBench.